Dann habe ich Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Heute gibt es für euch den Monatshaul von dem Monat Januar. Wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt einfach dran. So, wir starten jetzt. Ich sage euch aber vorher nicht, wo ich das gekauft habe, weil ich das einfach jetzt gerade nicht zusammenkriege. Deswegen starten wir mal ein bisschen durcheinander. Da habe ich als erstes ein paar Wimpern von BH Cosmetics gekauft. Die benutze ich für Kunden. Da habe ich so ein paar unterschiedliche Modelle mitgenommen. Sind bestimmt auch nicht mehr alle vorhanden, weil ich einige schon benutzt habe. Ja, die habe ich auf jeden Fall gekauft. Dann habe ich von Rival Lost Me den Tropical Bronzer mitgenommen. Nicht für mich, sondern eher so für Tauschpaket oder Verlosung oder was auch immer. Auf jeden Fall, den habe ich mitgenommen, weil ich habe einen aus der Limited Edition schon und die sollen ja ziemlich gleich sein. Genau, den habe ich einmal mitgenommen. Dann habe ich für mein Full Face Rival Lost Me die Mascara geholt. Die Maxi Definition. Dann habe ich wieder für das habe ich das Fixing Spray mitgenommen, das Setting Spray. Kann euch jetzt nur noch die Dinge zeigen, die noch in meiner Sammlung sind, weil die anderen habe ich schon rausgeschmissen. Dann habe ich einmal hier die Foundation, die Triple Filter Foundation. Dann habe ich den Blush Stick in der Farbe Magnolia. Den kann ich euch mal swatchen. Der sieht so aus. Dann habe ich den Concealer, den Color Correcting Concealer. Dann habe ich den Primer, den Dewing Fresh. Dann habe ich den Highlighter. Sieht so aus, swatche ich euch auch. Der ist sehr dezent und der ist dort. Dann habe ich mir hier die Eyeshadow Matte Base noch mitgenommen. Sieht von innen so aus. So, ich glaube, das war's mit Rival Lost Me. Dann habe ich zweimal hier das Evelyn abgeschrägte Ei mitgenommen. Das ist für mein Make-up-Kit habe ich das mitgenommen. Dann habe ich noch für mein Make-up-Kit ein paar Pinsel gekauft. Und zwar, nee, das ist für mich. Das ist von BH Cosmetics ein Augenbrauenpinsel. Die Nummer 13 von der Studio Pro-Reihe. Genau. Und hat auf der anderen Seite einen Spoolie. Den habe ich für mich selber tatsächlich geholt. Dann habe ich von For Your Beauty, also von Rossmann, habe ich einmal diesen hier. Da ist auf der einen Seite ist so ein Augenbrauen und hier ist so ein normaler Lidschattenpinsel. Keine Nummer oder sowas. Dann nochmal von For You Beauty so ein Blenderpinsel. Ich benutze ihn jedenfalls auch als Blenderpinsel. Da steht aber 031 Lidschattenpinsel. Dann habe ich nochmal von For You Beauty einen Blenderpinsel. Das ist der 033 Blenderpinsel. Und dann habe ich noch einmal von Evelyn so einen Doppelpack. Einmal so einen kleinen fester gebundenen und einmal einen Blender. Da steht auch keine Bezeichnung drauf. Die habe ich auf jeden Fall fürs Make-up-Kit geholt. Dann habe ich einmal von DM mir von Balea einen Lippenpflegestift in Iced Berry geholt. Dann habe ich mir einen Concealer von den neuen von Catrice mitgenommen, habe ich aber noch nicht getestet. Der sieht so aus. Dann habe ich die Snapscara von Maybelline mir geholt im Blau, weil die fand ich sehr interessant und wollte ich auf jeden Fall ausprobieren. Dann habe ich mir hier den Luminizer von Crystal Dreams von Essence geholt. Genau. Dann habe ich mir diese Palette von Essence geholt, aber auch mehr für Tauschpaket und sowas. Ja, weil die war runtergesetzt, weil diese limitierte Edition jetzt rausgeht. Genau, da habe ich die halt im Angebot gekauft. Genauso wie diese hier von Essence. War auch limitiert und geht jetzt raus und war reduziert. Dann habe ich mir einmal das Powder Matte Make-up gekauft. Das finde ich sehr gut. Habe ich immer bei Merve gesehen. Ich verlinke euch hier mal ihren YouTube-Kanal. Oder da, ich glaube da.
Genau, den Kanal verlinke ich euch auf jeden Fall mal. Dann habe ich mir eine Eye Foundation von Catrice geholt. Ich weiß gar nicht, ob die neu im Sortiment ist oder rausgeht aus dem Sortiment. Jedenfalls habe ich mir die geholt, weil ich einen Eyeshadow Primer nochmal ausprobieren wollte. Einen neuen mal ausprobieren wollte, um zu gucken, ob es halt noch was Besseres für mich gibt als den von Essence. Dann habe ich mir von Physicians Formula einen Bronzer geholt. Der riecht aber sehr, sehr stark nach so einem alte Frauenparfüm. Klingt das gemein? Ihr wisst aber, was ich meine. Oder so richtig starke Parfüme. Ich swatch euch das mal. Das ist auch nur ein ganz, ganz softer. Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt seht. Ja, da ein bisschen. Ja, finde ich ganz gut, aber dieser Geruch ist echt gewöhnungsbedürftig. Also selbst für mich, und ich mag Gerüche. Dann habe ich mir hier diesen Pinsel von Real Techniques in Zusammenarbeit mit Hatice Schmidt geholt, den man so einfahren kann und auch wieder so ausfahren kann. Und beliebig wie man möchte, kann man den Pinsel halt benutzen. Finde ich sehr gut, das Prinzip, auch zum Reisen gut. Habe ich auch schon benutzt, wie man sieht, finde ich gut. Kann ich euch empfehlen. Dann habe ich ein paar Catrice und ein paar Essence Lashes gekauft, auch um sie zu benutzen. Die Essence Lashes habe ich schon aufgebraucht und hier habe ich jetzt noch ein paar von Catrice. Da habe ich einmal dieses und dieses und dieses. Ja, der brauche ich ja immer wieder, um das anderen Leuten aufzukleben, wenn ich andere Leute schminke. Dann habe ich mir noch mal einen von den Color Boost geholt, den hatte ich aber schon. Deswegen ist der in die Verlosungsbox gewandert. Das hier ist jetzt meiner. Aber ja, ich habe für 95 Cent den gekauft. Also. Und ich liebe die Dinger. Und dann habe ich mir von Revolution diese Palette geholt. Die auch richtig cool aussieht. Das sind die Farben. Die habe ich gerade auf dem Auge übrigens. Damit habe ich mich heute geschminkt. Fand ich sehr gut. Ich swatch euch mal eine matte Farbe. Und eine schimmernde. Also hier schon mal auf meinen Finger. Einmal orange. Oh, ich bin so ein Noob im Swatchen, ne? Und grün. Grün, orange. Finde ich sehr gut. Bereue ich auf jeden Fall nicht, gekauft zu haben. Und dann sind wir durch. Das war's. War auch viel genug. Viel genug vor allen Dingen. War auch genug. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Folgt mir auch gerne auf Instagram und dann verlinke ich euch hier jetzt zwei weitere Videos auf meinem Kanal. Ich habe einen dreckigen Finger. Und dort könnt ihr mich abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Tschüss.